Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Nachtvorlesung nachgefragt, Ihrer Informationssendung von Asklepios hier im Internet. Unser heutiges Thema beschäftigt sich mit der Diagnose Krebs und vor allem auch mit der Frage, was eigentlich nach so einer Diagnose kommt. Wie sieht die Therapie aus heutzutage und natürlich auch, wie können Betroffene bestmöglich in jeglicher Hinsicht aufgefangen werden? Diese wichtigen Fragen möchte ich heute mit meinem Studiogast klären. Herzlich willkommen an Dr. Axel Stang, den Chefarzt der Onkologie in der Asklepios-Klinik Barmbek. Schön, dass Sie da sind. Mhm. Herr Dr. Stang, wie viele Menschen erkranken eigentlich bei uns in Deutschland jedes Jahr an Krebs, dass man mal so ein Gefühl für die Größenordnung, für die Dringlichkeit dieses Themas auch bekommt? Also die Größenordnung liegt bei etwa 500.000 Menschen pro Jahr, 500.000 etwa, wenn Sie so wollen, ein Drittel wie die Stadt Hamburg. Das ist plakativ, ja. Ganz plötzlich irgendwie greifbar. Was sind die größten Ängste, die Menschen haben, wenn sie die Diagnose bekommen? Ich glaube, kaum eine andere Erkrankung ist auch mit so viel Angst besetzt wie die Diagnose Krebs, ne? Ja, die Diagnose Krebs ist die härteste Diagnose im Grunde genommen, die man haben kann, weil es immer unmittelbar um das Thema Leben und Tod geht. Mhm. Das spüren die Menschen, das verbinden die Menschen auch mit dieser Diagnose. Und das ist das schwierigste Thema, was wir als Menschen haben. Mhm. Und die Diagnose ist ja nicht am Anfang vollständig und es sind Unsicherheiten da zur Frage, stimmt die Diagnose wirklich, was bedeutet das für mich? Also stellen sich sehr, sehr viele Fragen, sehr diffus zunächst, die werden dann immer konkreter, mhm. je genauer die Diagnose bekannt ist, aber das Kernthema mit das mit der Diagnose Krebs verbunden wird, ist Angst. In der Regel auch ein Schock. Ne? Es ist Todesangst, es ist auch ein Schock und es ist ja eine unmittelbare Veränderung des bisherigen Lebens damit in der Regel verbunden. Mhm. Also ein Einschnitt. Wie sieht dementsprechend die Situation aus, Herr Dr. Stang, wenn Sie so eine Diagnose überbringen müssen? Ich schätze, das müssen Sie immer wieder tun. Wie muss man sich das vorstellen? Was haben Sie dabei im Kopf? Wie gehen Sie vor? Also eine Standardvorgehensweise gibt es ganz sicherlich nicht, mhm. weil jeder Mensch sehr unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die sind sehr rational. Es gibt Menschen, die sind sehr emotional. Es gibt Menschen, die wollen am Anfang eigentlich gar nichts richtig wissen. Es gibt andere, die wollen alles wissen. Mancher kann die Wahrheit leichter vertragen als andere. Mhm. Also man muss eine individuelle Vorgehensweise wählen. Mhm. Und ich mache das in der Praxis so, dass ich mir einen Eindruck verschaffe, wie viel kann der Mensch jetzt in dieser Situation sozusagen an Diagnose aufnehmen. Behalte mir durchaus in der Hinterhand, dass ich auch einen zweiten Termin noch mal mache, um mhm. über die Konsequenzen detaillierter zu sprechen. Und das entwickelt sich im Grunde genommen während dieses Gesprächs mhm. und während der Situation, wie viel jemand verkraften kann, wie konkret man auch reden kann und auch, wie sicher die Diagnose überhaupt ist. Es ist keine seltene Situation, dass jemand mit dem Verdacht auf eine Krebserkrankung kommt, was ja selbst schon einen ähnlichen Schock auslöst, wie die Diagnose dann selbst. Mhm. Die Angst ist wahrscheinlich die gleiche. Ne? Die Man Angst, denkt dann gleich, oh Gott, ich habe das bestimmt. Genau. Die Angst mhm. ist in etwa zumindest die gleiche. Und da geht es sehr häufig darum, überhaupt erstmal Klarheit in die Situation hineinzubekommen. Stimmt die Diagnose? Stimmt das Tumorstadium? Also da hängt ja dann viel daran, wie man behandeln kann. Aber ich taste mich sozusagen in dem Gespräch heran an die Person und versuche herauszubekommen, wie viel sie in einem ersten Gespräch verkraften kann. Mhm. Es ist zum Beispiel auch wichtig, ob Angehörige oder Freunde oder Bekannte mit in diesem Gespräch sind. Das kann sehr hilfreich sein, zum Beispiel. Das frage ich gelegentlich auch vorher schon mal nach, ob sie mit ihrem Ehepartner nicht kommen wollen, wenn ich schon sehr sicher bin, dass es eine bösartige Diagnose ist, zum Beispiel, oder einem Bekannten oder einem Freund oder Freundin. Mhm. So, und dann entwickelt sich das. Also ein Schema gibt es nicht. Ein gewisses Einfühlungsvermögen ist wichtig und ein Verständnis dafür, dass das für den Menschen, den es betrifft, um alles geht. Mhm.
Also das ganze Leben verändert sich innerhalb von einer Minute, von einem Ja. Satz womöglich. Sie haben eben schon einige der Fragen angesprochen, die ersten Fragen, die man sich dann so stellt, sehr diffus, haben Sie gesagt. Können Sie noch mal sagen, was so ja, häufige erste Fragen sind und vor allen Dingen auch, wie Sie dann zur Seite stehen und diese ersten Fragen auch beantworten können? Ja, also sehr häufig ist die Frage, was bedeutet das für mich? Welche Konsequenzen ergeben sich unmittelbar für mein Leben, welche vielleicht auch mittelfristig? Sage ich es meinen Nachbarn zum Beispiel, ist ein ganz häufiges Thema. Wem sage ich das? Zum Beispiel, wenn Eltern vorhanden sind, die Kinder haben, sage ich es meinen Kindern. Das ist häufig, also wer darf es wissen, überhaupt die Diagnose? Dann ist muss man auch ganz realistisch sein, dass viele, glaube ich, damit verbinden, ihre materielle Basis, ob sie die vielleicht verlieren könnten, ihren Arbeitsplatz, ob das da ihre Arbeitsfähigkeit, ob das zumindest mittelfristig Auswirkungen hat, dann ist die Frage natürlich, stimmt das wirklich die Diagnose und welches ist die beste Therapie? Das vermengt sich sehr schnell. Was kann man denn tun? Auch, was muss ich selber vielleicht tun? Muss ich irgendetwas regeln? Muss ich im Grunde genommen, muss man sich das so vorstellen, jemand sitzt im Auto und fährt auf der Autobahn, Geschwindigkeit 140 auf dem Gaspedal und dann winkt ihn jemand raus, rechts, nächste Ausfahrt, so und geht sozusagen, steigt voll in die Bremse und ist völlig verwirrt, was ist jetzt eigentlich? Ja. So und diese Verwirrung, diese Unklarheit und diese Unsicherheit, die äußert sich eben in diesen eben genannten Fragen. Bei Ihnen in der Asklepios-Klinik Barmbek gibt es, glaube ich, ein Team, das sich speziell mit einem sehr, sehr interessanten und auch hilfreichen Bereich beschäftigt, nämlich mit dem der Psycho-Onkologie. Ich finde das sehr interessant und würde Sie deshalb bitten, nochmal unseren Zuschauern zu erklären, was das genau ist und warum es auch sehr hilfreich für Patienten mit der Diagnose Krebs ist. Ja, also die Psycho-Onkologie ist ein Fach, was sozusagen nicht dafür da ist, dass jemand psychisch krank ist, sondern das sind normale Reaktionen, die mehr oder weniger alle Menschen haben auf eine so schwerwiegende Nachricht wie die Diagnose Krebs. Und es ist überhaupt keine Schande, Schwierigkeiten zu haben, damit umzugehen. Und die Psychoonkologie will dort helfen in der Bewältigung dieser Schwierigkeiten, dass ich möchte es nochmal betonen, es ist nicht, dass jemand psychisch krank ist, der Psycho-Onkologie in Anspruch nimmt, sondern dass es eine Hilfestellung sein soll, gerade in der Anfangsphase aufgefangen zu werden und die Diagnose zu verarbeiten und diese vielen Fragen, die wir eben auch angesprochen haben, die zu klären und da einen Partner zu haben, der sich ganz besonders um diesen Bereich, also wenn man so will, nicht um den körperlichen medizinischen Bereich, um den ich mich jetzt primär als Onkologe kümmere, natürlich beachte ich die Psyche, aber die sich ganz speziell mit dem Umgang mit der Erkrankung beschäftigen. Und ich will mal eine Zahl so sagen, ich würde schätzen aus meiner Erfahrung heraus, dass etwa so 30% aller das so einer psycho-onkologischen Unterstützung bedürfen. Vielleicht sind es auch mehr. Und 30% etwa, die es eben gar nicht brauchen. Aber jeder könnte es in Anspruch nehmen. Wir bieten das jedem an, grundsätzlich. Es ist auch so, wenn man ein Tumorzentrum ist, wie wir zum Beispiel, dann, oder zertifiziert ist, dann gehört es heute auch dazu, dass man nachweisen muss, dass man diesen Patienten zumindest das Angebot gemacht hat, einer psycho-onkologischen Unterstützung, entweder am Anfang oder im Verlauf, wenn es auch notwendig wird. Das ist ja eine Krise. Und absolut, es geht um Krisenbewältigung. Und dort sich Unterstützung zu holen, ist was völlig Normales. Und ich rate den Patienten auch sehr offensiv dazu, biete ihnen das auch in diesem Gespräch, gerade am Anfang auch schon an. Und bei uns ist das sehr stark integriert in Barmbek. Die Psycho-Onkologen sitzen zum Beispiel in unserer Morgenbesprechung, wo wir uns gemeinsam treffen. Wenn wir den Tag anfangen, sitzen die mit. Wir machen auch viermal pro Jahr eine gesonderte Veranstaltung zu dem Thema, wo wir auch als Ärzte uns sozusagen fortbilden in dem Thema. Wie sieht für Sie als Onkologe denn ab der Diagnosestellung ganz konkret die Arbeit aus? Natürlich die psychische Behandlung haben wir eben schon besprochen, was alles für existenzielle Fragen zu klären sind. Aber was die Therapie des Krebses an sich angeht, wie fangen Sie da schnellstmöglich an?
Wir sind ja in der Rolle eines Wegbegleiters. Es ist häufig so, dass Patienten, die eine Krebsdiagnose haben, auch eine sehr persönliche Bindung an ihren betreuenden Onkologen haben. Mhm. Das ist sehr auffallend, weil es ja nicht nur um eine technische Leistung dabei geht, sondern um eine Begleitung. Am Anfang ist wichtig, die Diagnose muss stimmen, es muss das Tumorstadium stimmen. Und da sind wir auch sehr akribisch und genau, dass wir zum Beispiel genau gucken, welche bildgebende Diagnostik, also Ultraschall oder Computertomographie, wurde das richtig angewandt und wurde das auch richtig ausgewertet. Stimmt also das Tumorstadium? Denn heute hängen die meisten Behandlungsverfahren, ob es eine Operation ist oder eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie oder eine Hormontherapie oder irgendetwas anderes, hängt sehr, sehr stark von dem Tumorstadium ab. Das Zweite, worauf wir auch zunehmend achten, und das wird auch in Zukunft noch zunehmen, ist, aus dem Tumorgewebe selbst gibt es immer mehr Angriffspunkte, nenne ich das jetzt mal, wo Medikamente zum Beispiel gezielt wirken. Es ist nicht selten so, dass wir Gewebeproben, die woanders zum Beispiel entnommen worden sind, dass wir die nochmal überprüfen und auch gezielt gucken, ob bestimmte Stoffe im Tumor sind, wo wir auch Therapien anbieten können. Mhm. Deshalb machen wir übrigens diese Gewebeproben auch selbst oft sehr gern, damit das sozusagen gleich am Anfang klar in ihrer Hand ist, in unserer Hand ist. Mhm. Das ist also die richtige Tumordiagnose, das richtige Tumorstadium und darauf aufbauend das richtige Therapieverfahren. Mhm. Das ist im Grunde genommen am Anfang für die Ersttherapie zumindest die Hauptaufgabe der Onkologie. Wird natürlich auch akribisch und sehr individuell zusammengestellt. Können Sie für uns nochmal aufzählen, was es heutzutage einfach für Optionen gibt in puncto Therapie? Ja, akribisch zusammengestellt, das greife ich nochmal auf, weil die Verfahren vermengen sich heute häufig. Mhm. Also die Hauptsäulen sind nach wie vor ganz sicher die Operation, die Strahlentherapie und die Chemotherapie. Dazu gibt es aber eine ganze Menge von sehr neuen, modernen Medikamenten, die häufig zusätzlich eingesetzt werden. Und das Allerwichtigste an der Sache ist, dass die Therapieverfahren häufig kombiniert eingesetzt werden heute. Also, es ist, um es mal plakativ zu sagen, heute ist ein Chirurg nicht wirklich ein guter Chirurg, wenn er gleich als erstes operiert, sondern wenn er die Frage in einer Tumorkonferenz vorher überprüft worden ist, ist es richtig, gleich zu operieren oder vielleicht eine Vortherapie, zum Beispiel eine Chemotherapie zu machen und dann zu operieren. Und diese Therapiekonzepte, die sind heute sehr individuell. Mhm. Die müssen auch auf den Einzelnen sehr genau zugeschnitten sein und erfordern Kenntnis aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Deswegen ja auch die Tumorkonferenz, die Sie eben schon angesprochen haben. Für alle, die Sie noch nicht kennen, erklären Sie uns diese Institution noch einmal. Ja, das muss man sich bildlich vielleicht so vorstellen. Das ist wie so ein kleiner Hörsaal. Da sitzen etwa, sage ich jetzt mal, 10 bis 20 zum Beispiel in unserer Tumorkonferenz Ärzte, teilweise um zu lernen. Das ist auch eine Fortbildung. Die Entscheider sind in der Regel die Chirurgen, die Onkologen, die Strahlentherapeuten oder spezielle Fachgebiete, wie zum Beispiel die Gastroenterologen oder Gynäkologen oder auch Urologen. So, die gucken sich, jeder Fall wird sozusagen präsentiert, auch in seinen Bildern. Wir können also alle Bilder sehen, alle Computertomographieuntersuchungen, wir können alle Gewebeschnitte sehen. Die werden also groß werden an die Wand geworfen. Wand gezeigt und daneben entsteht sogar online, um den Begriff zu sagen, ein Protokoll. Das ist für alle einsehbar. Und am Ende ist das Wichtigste der Entschluss, wie ein Urteil sozusagen und mit einer Begründung, warum wir für diesen Patienten diesen speziellen Weg auf den uns einigen. Mhm. Und ganz wichtig ist dabei, dass eben die spezielle Kompetenz der einzelnen Fächer, also die des Chirurgen, des Strahlentherapeuten und Onkologen, sozusagen gebündelt werden und abgewogen werden und auf den Einzelnen dann zugeschnitten werden. Das ist eine Tumorkonferenz. Und um eine zeitliche Vorstellung zu geben, wir haben zum Beispiel, oder eine mengenmäßige Vorstellung, wir haben in Barmbek hier 4 unterschiedliche Tumorkonferenzen für unterschiedliche Gebiete.
zum Beispiel eine ganz spezielle Lebertumorkonferenz, wo eben überwiegend Lebertumore dann besprochen werden, aber auch alle anderen Tumore, gynäkologisch, urologisch und so weiter. Und die werden, die haben so zwischen 10 und 20 Patienten werden in so einer Konferenz besprochen. Das ist relativ viel, aber dafür nehmen wir uns sehr viel Zeit, weil das der entscheidende Schritt für den Patienten ist. Und auch ein absolutes Qualitätsmerkmal. Unbedingt. Da würde ich Sie natürlich gerne fragen, worauf der Betroffene womöglich noch achten kann bei der Wahl der richtigen Klinik zum Beispiel. Also die Tumorkonferenz sollte auf jeden Fall als Institution vorhanden sein, so wie ich es eben verstanden habe. Worauf kann man noch achten? Zertifizierung vielleicht in irgendeiner Art? Also die Zertifizierung überprüft ja, ob die Ärzte in einer Klinik, aber auch die Schwestern und Pflegekräfte zusammenarbeiten. Das ist das Hauptaugenmerk der Zertifizierung. Und das ist auch die Überschrift, unter der man, glaube ich, beurteilen kann, ob eine Klinik, wenn wir von Krebserkrankungen reden, wirklich gut ist oder nicht gut ist. Entscheidend ist, ob die Fachgebiete, die unterschiedlichen, zusammenarbeiten können. Sei das in der Tumorkonferenz, sei das auch am einzelnen Patienten, sei das in der Sprechstunde, dass man auch zum Beispiel in einer Sprechstunde die Möglichkeit hat, kurzfristig auch nochmal sich bei dem Chirurgen rückzuversichern, ob etwas richtig oder falsch ist. Also diese praktische, gelebte Zusammenarbeit, das ist das, worauf die Patienten achten sollten, und die Zertifizierung versucht, das zu überprüfen, ob das auch tatsächlich stattfindet. Also ob Tumorkonferenzen stattfinden, welche Fächer an diesen Tumorkonferenzen teilnehmen, ob es ein Protokoll gibt auch dieser Tumorkonferenz, ob und es wird dann sozusagen durch die Institution auch durchgegangen und geprüft, zum Beispiel, ob Psychoonkologie angeboten wird. Also das gesamte Spektrum, ob das zusammenkommt, zum Wohle, wie man so sagt, des Patienten, ob das wirklich gewährleistet ist, das wird in diesen Zertifizierungen überprüft. Kann der Patient, der von Ihnen die Diagnose Krebs überbracht bekommt, kann der überhaupt selbst etwas tun, um mitzuhelfen, vielleicht auch mental? Gibt es eine bestimmte Einstellung, die vielleicht dem ganzen Prozess zuträglich ist? Was würden Sie sagen, was kann der Patient tun? Ich glaube, der kann eine ganze Menge tun. So. Das erste ist, dass er sich erkundigt, ob er sozusagen in guten Händen ist. So, das ist das eine. Dass er aber gleichzeitig dabei das Maß auch behält, sozusagen jetzt nicht im Internet überall zu suchen, stiftet überwiegend Verwirrung. Es kommen immer wieder Patienten mit solchen Ausdrücken von irgendwelchen Kliniken oder was sie gehört haben. Und die sind total verwirrt wahrscheinlich. Das stiftet Verwirrung und keine Klarheit. Und eine Überschrift ist für mich, oder was ich immer wieder beobachte auch, dass es wichtig ist, für den Patienten Klarheit zu haben, aber auch zu vertrauen. So dass er den Eindruck hat, hier bin ich richtig. So dass dieses Gefühl muss man innerlich haben. Das kann man im Grunde genommen aber nur dadurch bekommen, indem man die agierenden Ärzte sich anguckt, verstehen die ihr Geschäft, wie wirken die, und sich dann ein Urteil bildet und dann aber auch vertraut und dann lieber woanders hingeht, wenn man das Gefühl hat, hier bin ich nicht richtig. So, das ist das eine. Also das zweite ist, wieder ein Thema des Maßes, sich möglichst gesund und normal zu verhalten und auch zu ernähren. Also nicht zum Beispiel übertrieben auf eine spezielle Ernährung zu achten, aber schon darauf zu achten, eben einigermaßen gesund zu leben und zu essen, also viel an die frische Luft zu gehen, vielleicht auch ein bisschen Sport zu treiben. Also Krebs und Sport schließt sich überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil. Das befördern wir. Es ist wahrscheinlich sogar so, dass das wichtig ist. Guter Hinweis. Ein bisschen Sport zu betreiben, nicht übertrieben, aber so wie man es kann, wenn man so krank ist, dass man sich nicht bewegen kann, natürlich nicht, dass man sich zu etwas zwingt, was nicht geht, aber im Rahmen der Möglichkeiten das zu machen. Und ich persönlich finde es ganz besonders wichtig, dass man auch darauf achtet, ein normales und halbwegs glückliches Leben zu führen und sich auch in den schönen Dingen zu freuen und nicht etwa permanent um diese Diagnose zu kreisen, sozusagen in seinem eigenen Saft zu schmoren und nur noch zu denken, mache ich das richtig, bin ich falsch,
was gibt es noch? Und sondern einen normalen Alltag, so gut er geht, auch zu leben und herzustellen. Dementsprechend würde ich gerne zum Schluss noch die Frage stellen, was Freunde, Familienangehörige tun können. Die tragen ja mit Sicherheit dann auch gerne dazu bei, die Lebensqualität des Patienten dann recht lange so gut wie möglich zu erhalten. Ja, ne? Ja, ganz wichtige Rolle haben die. Ja. Also Hilfe anbieten, finde ich wichtig. Unterstützen, aber auch nicht mit Rat überfluten. Dazu zählt auch wieder diese Internetgeschichte. Also ich habe das ausgedruckt. Oder und Zeitung guck mal da. Und so. Das erinnert ja auch immer wieder an die Erkrankung. Ja? Ja. Man kommt sonst nicht raus aus dem Kreis. Man ist ja nicht nur krank, sondern man ist auch ein Mensch, der auch ein normales Leben vielleicht eingeschränkt. Und eingeschränkter als ein gesunder, aber der auch ein normales Leben hat. Und dahingehend zu unterstützen, das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe der Angehörigen. Also einerseits aufzufangen, auch in schwierigen und schlechten Zeiten, sag ich mal, da zu sein und Hilfe anzubieten, vielleicht auch den einen oder anderen Rat geben, aber sich auch begrenzen in dem Rat und vor allem sozusagen dem betroffenen krebskranken Patienten nicht die eigene Meinung überzustülpen. Viele haben so den Eindruck, sie müssten irgendetwas tun oder sie müssten die Führung übernehmen oder sie müssten auch vielleicht etwas fernhalten von demjenigen, sondern sich angucken, was ist das für ein Mensch, so wie möchte der leben, wie hat er gelebt und ihm auch ein bisschen das zu lassen, was er ist und eher sozusagen auf Bitte hin zur Verfügung zu stehen, dann aber auch zu helfen. Das waren ganz viele, ganz hilfreiche und konkrete Tipps. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Stang, dass Sie heute da waren. Das war Nachtvorlesung nachgefragt für dieses Mal, liebe Zuschauer. Vielen Dank wie immer für Ihr Interesse. Wenn Sie noch mehr über andere Erkrankungen, über andere medizinische Themen wissen möchten, dann besuchen Sie sehr, sehr gerne unsere Internetseite. www.asklepios.com/Nachtvorlesungen ist die Seite, die Sie rundum informiert. Vielleicht sehen wir uns gleich wieder, sonst demnächst einmal, wenn Sie Informationsbedarf haben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.